Frau wurde ermordet. Ich muss dir nicht sagen, was ich empfinde. Dass sie uns nicht mal bei Mutters Beerdigung entfliehen. Thomas, bitte. Der hat sich in unsere Familie gedrängt, der hat was mit Mutter angefangen und als sie dann ihren Unfall hatte, da hat er sich aus dem Staub gemacht. Das habe ich leider auch. Na, wahrscheinlich verstehst du dich deshalb so gut mit ihm. Was gibt's? Ich wollte gerade gehen. Der Abschlussbericht vom Rand. Ich dachte, du willst vielleicht mal Blick reinwerfen. Und? Naja, im Grunde nichts Neues. Das Feuer wurde in Mutters Zimmer gelegt, mit Hilfe eines Brandbeschleunigers. Vermutlich Benzin. Benzin. Mach's gut. Ja, weiter. Ja. Okay, wir kommen. Was ist los? Geht's dir nicht gut? Du siehst so blass aus. Geht schon wieder. Na gut, dann komm. Wir haben noch einen Einsatz. Hast du irgendjemanden gesehen? Kannst du dich an irgendwas erinnern? Hast du Schmerzen? Wohnst du hier irgendwo? Woher kam das Mädchen? Ich weiß nicht. Ich habe sie nur rennen sehen und da dachte ich, da stimmt was nicht und bin ihr hinterher. Danke erstmal. Entschuldigung, können Sie mir sagen, woher das Mädchen kam? Nein, ich habe das erst mitgekriegt, als meine Freundin sie festgehalten hatte. Die Kleine war ja völlig hysterisch. Und war sonst noch irgendjemand hier in der Nähe? Ich weiß nicht, da kam ein Typ aus dem Gebüsch, aber der hat sich sofort verdrückt. Vielleicht war er auch nur pinkeln. Können Sie den mal beschreiben? Sorry, nee. Nein, ich weiß nicht, was passiert ist. Sie ist nicht ansprechbar. Der Tatort eingetroffen, der Tod ist vor Ort, nichts tatrelevant. Gerne teilen wir Ihnen mit, dass Ihre Bewerbung zum LKA Berlin positiv beschieden wurde. Ja, weiter? Wir haben drei Zeugenaussagen. Einer der drei behauptet, einen Mann gesehen zu haben, der aus einem Gebüsch rausgekommen ist und dann wieder verschwunden ist. Kann er ihn beschreiben? Nein, er hat sich um das Mädchen gekümmert. Wie geht's ihr denn? Naja, sie ist im Krankenhaus. Wir konnten sie noch nicht vernehmen. Ja, danke. Gut, wir kommen. Wieder. Hallo. Morgen. Frau Klar sagt, das Mädchen hat nur ein zerrissenes Hemd angehabt. Habt ihr noch andere Kleidungsstücke gefunden? Nö. Irgendwelche anderen Spuren? Naja, wir haben die üblichen Verdächtigen überprüft. Bislang Fehlanzeige. Entweder sitzen die im Knast oder sie haben ein Alibi. Also kommt jetzt alles auf die Aussage von Ruth Müller an. Das Krankenhaus hat gerade angerufen. Das Mädchen ist jetzt ansprechbar. Sie ist also vergewaltigt worden? Kein Zweifel. Gibt es Spermaspuren? Nein, der Vergewaltiger hat offenbar ein Kondom benutzt. Allerdings hat sie ihren Angreifer gekasst. Wir haben Hautpartikel unter ihren Fingernägeln gefunden. Na, das ist doch schon mal was. Und wie geht es ihr jetzt? Ja, den Umständen entsprechend. Ihre Tochter hat offenbar einen schweren Schock erlitten. Sie kann sich zurzeit an nichts erinnern. Können Sie mir sagen, was Ihre Tochter vor der Tat gemacht hat? Ich dachte eigentlich, Ruth wäre auf ihrem Zimmer. Und sie muss wohl noch mal rausgegangen sein, um spazieren zu gehen. Der Park ist ganz in der Nähe von uns. Hast du Ruth gesehen, wie sie aus dem Haus ist? Nein. Dann können Sie mir auch nicht sagen, was Ihre Tochter anhatte, als sie das Haus verließ.
Nein. Du musst alles sagen, was du weißt, hörst du? Alles kann wichtig sein. Es tut mir wirklich sehr leid, was mit Ihrer Tochter passiert ist. Ich werde mich in den nächsten Tagen noch einmal melden. Auf Wiedersehen. Ich weiß, dass das schlimm für dich ist, aber bitte versuch, dich zu erinnern. Wo hat dir der Mann aufgelauert? Ich weiß nicht. Ruth, hat er dir die Kleider vom Leib gerissen? Du hattest nur ein Hemd an. Entschuldigung, wer sind Sie? Reuter, Kripo Wiesbaden, das ist meine Kollegin, klar. Guten Tag. Sind Sie die Eltern? Ja, Miller. Wissen Sie schon, wer es war? Nein, aber es gibt etliche Hinweise. Wer tut sowas? Hier ist doch noch ein Kind. Entschuldigung, ich wollte dich nicht stören. Du störst nicht. Ich habe noch ein paar Fotos von Sonja gefunden. Sie stammen von einem Wochenende im Elsass. Du warst auf einer Juristentagung. Ich glaube nicht, dass ich die Fotos sehen möchte. Ich dachte nur, es wäre in Sonjas Sinn gewesen, dass du die Fotos bekommst. Ich schicke sie dir einfach. Okay. Ach Bernd, ich war gestern noch mal in der Klinik und die sagen, es war Brandstiftung in Sonjas Zimmer. Ja, ja, das stimmt. Aber das heißt doch... Ja, der Brandanschlag galt eindeutig Sonja. Sonja lag seit 10 Jahren im Koma. Wer sollte diese Frau umbringen wollen? Ich habe nicht den geringsten Schimmer. Frau Selber, na? Haben Sie was für mich? Ja, ich habe mit dem Psychologen gesprochen, der Ruth Miller untersucht hat. Was? Der redet doch eigentlich nicht mit Referendarin. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er ungern mit mir redet. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und? Er geht nicht davon aus, dass Ruth Miller durch den Schock der Vergewaltigung ihre Erinnerung verloren hat. Sondern? Er glaubt, sie will nichts sagen. Ach. Tschüss, bis morgen. Kommst du nicht noch mal hoch? Nee, ich denke, ich fahre besser nach Hause. Schade. Benny hätte sich sicher gefreut. Sag mal, Kerstin, ist was? Du bist schon den ganzen Tag irgendwie so. Weiß auch nicht. Ich bin schwanger. Was? Von dir. Das ist... Scheint dich ja sehr zu freuen. Nee, ich habe einfach nicht damit gerechnet. Für mich kommt es auch überraschend. Ich werde Vater nicht. Es gibt nicht.
Schädelhirntrauma. Schlag auf den Hinterkopf mit einem scharfkantigen Gegenstand. Sonst scheint er keine Verletzung zu haben. Vorgestern wird seine Tochter vergewaltigt und heute ist er tot. Merkwürdiger Zufall. Mhm. Was hat er hier gemacht? Er war Chorleiter hier in der Kirche. Ah ja? Können Sie noch was zum Todeszeitpunkt sagen? So gegen 10 Uhr gestern Abend. Aber Sie kriegen es noch genauer. Kümmert ihr euch um seine Frau? Entschuldigung. Schönen Abend. Reuter, Staatsanwaltschaft Wiesbaden, darf ich Sie kurz stören? Sie haben den Toten gefunden. Ja, ich wollte die Frühmesse vorbereiten. Wann haben Sie Herrn Miller das letzte Mal lebend gesehen? Gestern Abend bei der Chorprobe. Wissen Sie, wann er die Probe verlassen hat? Ich bin vor ihm gegangen. Herr Miller ging meist als Letzter und hat dann abgeschlossen. Wann sind Sie gegangen? So gegen 9:30, schätze ich mal. War zu dem Zeitpunkt noch jemand in der Kirche? Frau Weber, unsere Organistin. Wo finde ich Frau Weber? Sie kommt und geht, wann sie will. Ich habe sie heute noch nicht gesehen. Wie gut könnten Sie eigentlich, Herrn Miller? War seit 3 Jahren Chorleiter bei uns, wie man sich da halt so kennt. Haben Sie irgendeine Vorstellung, wer einen Grund gehabt haben könnte, Herrn Miller umzubringen? Er machte nicht den Eindruck, wie jemand, der Todfeinde hat. Er war, wie soll ich sagen, harmlos. Sie wissen, was mit seiner Tochter vorgestern passiert ist. Haben Sie mit ihm drüber gesprochen? Ich habe ihm gesagt, wie leid es mir tut. Ist Ihnen bei der Chorprobe irgendetwas aufgefallen? War etwas anders als sonst? Nein, Herr Miller war nervös und unkonzentriert, aber das ist ja auch kein Wunder. Sie meinen wegen seiner Tochter? Furchtbare Geschichte. Haben Sie als Letzte die Kirche? Nein, Herr Miller, er räumt immer noch die Noten zusammen und sieht zu, dass hier alles ordentlich verlassen wird. Haben Sie beim Herausgehen aus der Kirche draußen jemanden gesehen? Nein, da war niemand. Denken Sie doch mal nach, ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Ein Auto, ein Fahrrad, eine Gestalt? Ich hätte den Mörder gesehen. Warum wird ein Mensch wie Herr Miller umgebracht? Der Pfarrer hat ihn als eher harmlos bezeichnet. Harmlos, ja. Das könnte man so sagen. Aber irgendwer wird wohl einen Grund gehabt haben. Dass das der Miller tot ist? Ja, Herr Miller wurde gestern Abend ermordet. Kannten Sie ihn gut? Ja, ein netter Nachbar, eher ein ruhiger Typ. Wir mochten ihn alle sehr, mehr kann ich über ihn nicht sagen. Der Miller ist ein doofer Sack. Jetzt aber. Kinder. Danke. Es tut mir leid, Frau Miller, aber Sie müssten uns ein paar Fragen beantworten. Ja, sicher. Haben Sie eine Ahnung, wer Ihren Mann ermordet haben könnte? Er war ein so netter und hilfsbereiter Mensch. Er hat niemandem etwas getan. Ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass Ihr Mann in letzter Zeit verändert war? War er nervös oder hatte er Probleme? Es hat einmal ein Anwalt für ihn angerufen. Es war wohl eine sehr wichtige Sache. Rolf war sehr aufgeregt deswegen. Wie hieß der Anwalt? Kunert. Kunert? Nein, nein, Küster. Moment, warten Sie. Wissen Sie noch, worum es da ging in dem Gespräch? Ich hatte ihn gefragt, aber er hat es mir nicht gesagt. Hier. Kunze. Tut mir leid. Ja, letzten Freitag hatte er einen Termin mit Rechtsanwalt Kunze. Entschuldigung.
Ja, ich bin's. So, ich hab da was für dich. Ja. Herr Kunze, Reuter. Grüß Sie, Herr Kollege. Danke. Danke, dass das so schnell geklappt hat. Hab schon viel von Ihnen gehört. Kommen Sie doch rein. Dankeschön. Wenn Sie ablegen wollen? Ja. Bitte. Danke. Kaffee? Ja, bitte. Frau Müller-Wilimschick, bringen Sie uns bitte 2 Kaffee. Da müssen Sie erst mal welchen kaufen. Tut mir leid. Bitte. Was kann ich Schönes für Sie tun? Es geht um einen Ihrer Mandanten, Rolf Müller. Guter Mann. Ich singe ja selber im Kirchenchor. Und ich denke, ich kann das ein bisschen beurteilen. Als Chorleiter eine Koryphäe. Herr Müller hatte am Freitag vergangene Woche einen Termin bei Ihnen. Wir wissen gern, worum es da ging. Herr Kunze, Herr Müller wurde ermordet. Was? Gestern. Nach der Chorprobe. Ja, und wissen Sie schon, wer das war? Es würde uns bei unseren Ermittlungen natürlich sehr helfen, wenn wir etwas über wirkliche Hintergründe wüssten. Also, weswegen war Müller hier? Ich helfe natürlich gerne, gar keine Frage. Nur, Sie wissen, es gibt auch Schweigepflichten. Ich denke, es wäre im Sinn von Herrn Müller, wenn wir seinen Mörder finden würden. Tja, was kann ich da für Sie tun? Sind Sie auch für Verkehrssachen zuständig? Ich hätte da 2 Mandanten. Da würde ich gerne mal über eine Verfahrenseinstellung reden. Tut mir leid, für Verkehrssachen bin ich nicht zuständig. Aber Sie kennen auch sicher den Kollegen, der zuständig ist. Sagen wir mal so, Herr Kunze. Ich werde Ihre kollegiale Kooperation in guter Erinnerung behalten. Es gibt einen Mann namens Bad Kowiak. Der hat ein Haus. Dieses Haus wollte Herr Müller unbedingt haben. Ich sollte ihm dabei helfen, es zu bekommen. Was lag Müller an diesem Haus? An dem Haus? Gar nichts. Es ging mehr um Herrn Bad Kowiak. Müller wollte unbedingt das Haus eines gewissen Bad Kowiak in seinen Besitz bringen. Bad Kowiak, der mit seiner Familie in diesem Haus wohnt, ist ziemlich verschuldet. Müller hat von der Bank die Schulden gekauft und diesen Anwalt Kunze beauftragt, die Zwangsvollstreckung zu betreiben. Das ist doch das Nachbarhaus. Ja, ja. Den haben wir doch gesehen, das war der mit den vielen Kindern. Ja. Und warum wollte Müller das Haus haben? Er wollte Bad Kowiak einfach raus haben. Kunze wusste auch nicht, warum. Ich habe Bad Kowiak vorladen lassen. Gut. Der Vater eines vergewaltigten Mädchens wird einen Tag später erschlagen. Das ist doch kein Zufall. Sieht ganz so aus, aber wo ist der Zusammenhang? Vielleicht hat der Vater den Täter identifiziert und dann gestellt. Ja. War Müller der Typ für sowas? Eher nicht. Was machen eigentlich die Ermittlungen wegen des Brandanschlags? Ich halte mich da im Moment raus, das ist nicht mehr unser Fall. Akzeptier das bitte, Thomas. Ich interessiere mich aber nun mal dafür, wie meine Mutter umgebracht hat. Ach ja, habe ich ja schon meine neue Referendarin vorgestellt. Herr Reuter, Frau Silber. Frau Klar, Frau Silber. Hallo. Hallo. Was gibt's? Wir haben in diesem Vergewaltigungsfall mal die Zeugen überprüfen lassen, die das Mädchen im Park festgehalten haben. Darunter ist ein gewisser Gerd Wilscheid. Der ist interessanterweise wegen sexueller Nötigung vorbestraft. Ah ja? Soll ich ihn vorladen lassen? Frau Klar? Ja. Und wir lassen sofort ein DNA-Abgleich machen. Dankeschön. Sie wussten, warum Herr Müller unbedingt Ihr Haus kaufen wollte? Nein. Er wollte Sie auf die Straße setzen. Sie, Ihre Frau und Ihre 6 Kinder. 7. Wir haben uns umgehört, Herr Bad Kowiak. Das haben Sie die letzten Tage selbst behauptet. Dafür gibt es Zeugen. Ja, da wollten wir das Haus abluchsen. Mich rauswerfen, der elende Sausack. Ich habe das Haus von meiner Mutter geerbt. Aber warum wollte Herr Müller das? Ich meine, das ist doch ziemlich herzlos. 7 Kinder und arbeitslos. Da werden Sie so schnell keine andere Bleibe finden. Ja, das können Sie laut sagen. Ja, meine Kinder waren ihm zu laut. Er konnte sich nicht auf seine scheiß Musik konzentrieren. Er hat sie ständig angeschrien. Und Ihre Kinder haben nie etwas gemacht? Nein. Ja, sie haben mir mal einen Knaller ins Klo geworfen. Einmal, da haben sie ihm die Tür mit Sekundenkleber. Wegen solcher Geschichten hat Herr Müller sie im Laufe der Zeit so gehasst, dass er sie rauswerfen wollte? Ja. Dann muss ich Sie noch mal fragen, wo waren Sie vorgestern Nacht zwischen 21 und 23 Uhr? Unterwegs, spazieren. Kann das jemand bezeugen? Nein, ich war ja allein.
Gut, Herr Badkoberg, wir werden ihm nachgehen. Sie sind vorläufig festgenommen. Der Mann heißt Bart Kowiak. Adresse kriegt er schriftlich. Ja, der Durchsuchung von euch in die Mittagspause geht, ja? Die Durchsuchung von Bart Kowiaks Haus kann jeden Moment losgehen. Kann sein, dass wir es verschieben müssen. Guck dir das an, das ist gerade aus dem Labor gekommen. Boah, das gibt's doch nicht. Doch, ein Volltreffer. Gerd Wilscheid, das ist doch der Mann aus dem Park. Da hatte die Referendarin deines Vaters aber einen guten Riecher. Kerstin, warum musst du jeden Ermittlungserfolg zwanghaft mit meinem Vater in Verbindung bringen? Ich werde ihn vorladen. Nein, das hat Frau Silber schon gemacht. Er ist in 20 Minuten hier. Es gibt keinen Zweifel, Herr Wilscheid. Die Hautreste unter Ruth Millers Fingernägeln stammen von Ihnen. Also, ich habe das Mädchen nicht angerührt. Natürlich. Und was ist das hier? Sie ist mir in die Arme gelaufen. Ich wollte sie festhalten, weil sie hat so einen verwirrten Eindruck gemacht. Aber dann hat sie Panik bekommen. Da hat sie mich gekratzt. Ja, ja. Der Zeuge Behrensen hat ausgesagt, hier. Dann erst habe ich das Mädchen gesehen, das vor dem anderen Mann weggelaufen ist. Meine Freundin hat sie dann festgehalten und der andere Mann ist stehen geblieben. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich wollte dem Mädchen helfen. Sie war doch völlig panisch. Sie erwarten ja wohl jetzt nicht, dass wir Ihnen das glauben, Herr Wilscheid, bei Ihrem Vorleben. Es war so. Fragen Sie das Mädchen. Ja, das werden wir, Herr Wilscheid. Erkennst du einen dieser Männer? Ich bin mir nicht sicher. Bei welchem bist du dir nicht sicher? Ich glaube, er ist gar nicht dabei. Es tut mir leid. Es war ganz bestimmt keiner dieser Männer. Guck sie dir noch mal ganz genau an. Und denk nach. Lass dir ruhig Zeit dabei. Nein. Ich kann mich nicht erinnern. Du hattest Hautreste von einem der Männer unter den Fingernägeln. Du musst ihn gekratzt haben. Vielleicht der, der mich im Park festgehalten hat. Der Nummer 4. Aber der war es nicht. Ganz bestimmt. Die Geschichte von Ruth Miller deckt sich mit der von Wilscheid. Und es gibt nicht den geringsten Grund dafür, warum sie ihn schützen sollte. Das heißt, mit dem Vergewaltigungsfall sind wir wieder auf Null. Ja. Vielleicht gibt es aber noch eine andere Möglichkeit. Und die wäre? Warum wollte Miller Bad Kowiak aus dem Haus werfen? Nur weil die Kinder so laut waren, das glaube ich nicht. Ja, sowas gibt's. Er hat sehr viel klassische Musik gehört. Was wäre, wenn es aber noch einen viel gravierenderen Grund gäbe? Vielleicht hat Bad Kowiak der kleinen Ruth nachgestellt. Ja, dann hätten wir auch wieder eine Verbindung zwischen der Vergewaltigung und dem Mord. Miller stellt Bad Kowiak zur Rede und droht ihn anzuzeigen. Bad Kowiak erschlägt Miller. Ja, das klingt plausibel. Die Theorie hat nur einen Haken. Klar, sie ist von mir. Ruth Miller kennt Bad Kowiak. Warum sollte sie ihn dann nicht verraten? Keine Ahnung, weißt du's? Das ist jetzt nicht sehr hilfreich, Thomas. Das soll es auch gar nicht sein. Ach, sag mal, gibt's eigentlich Neuigkeiten von Kloser? Kloser? Ja, der Kollege, der angeblich die Brandstiftung ermittelt. Erinnern wir uns, der Brand, bei dem deine Frau umgebracht wurde? Er wird mich anrufen, sobald er etwas Neues weiß. Danke. Hallo. Hallo Thomas, wie geht's? Wie soll's schon gehen? Entschuldigung. Gibt's was Neues? Irgendwelche neuen Erkenntnisse, wer meine Mutter umgebracht hat? Im Augenblick werden die Spuren noch ausgewertet, aber sobald sich was ergibt, sage ich dir Bescheid. Okay? Die Dame da, 3, 1, 7. Und wenn's um deine Mutter ginge? Würdest du dann auch in aller Ruhe hier rumsitzen und Sudokus lösen? Sudoku. Ist doch egal, Mann. Du, ich kann mir vorstellen, was in dir vorgeht. Aber übertreib's bitte nicht, ja? Wie gesagt, sobald wir was haben, sag ich dir Bescheid. Ich verlass mich drauf, ja? Ja, ja, klar. Was ist das? Das ist ein Überwachungsvideo von der Zufahrt zu dem Pflegeheim, in dem meine Mutter gestorben ist.
Sag mal, was hältst du von Berlin? Wie Berlin? Ich habe mich beim LKA Berlin beworben und die würden mich nehmen. Und davon erzählst du mir nichts? Mach ich doch gerade. Warte mal, wer ist das? Verdammt, den kenne ich. Kann ja nicht immer klappen. Danke, dass du gekommen bist, Mr. Sausen. Ich decke aufgekommen. Ich habe die Fotos von Sonja mitgebracht. Danke. Weißt du, dass jemand Sonja umgebracht hat, kann ich keine Nacht mehr ruhig schlafen. Das kann ich verstehen. Du. Habt ihr schon eine Spur? Ja. Ja, spiel mir eine Partie. Um einen Petrus. Ich glaube, heute wollte ich noch nicht meinen Amselfelder gewinnen. Tut mir leid, nur für Mitglieder. Kripo Wiesbaden, ich muss da jemand sprechen. Ich sage Ihnen doch, nur Mitglieder. Kripo, was? Ausweis vergessen, ne? Guten Abend, Herr Seitz. Guten Abend, Richard. Ach, hallo? Hallo. Herr Reuter ist mein Gast. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Ja, ist okay. So eine Uniform macht doch gleich einen halben Meter größer. Zumindest in Deutschland, ja. Sie arbeiten für den Vater? Ja. Glückwunsch. Gleichfalls. Marvin, ich finde Ihren Vater ganz nett. Naja, er kommt ganz gut an. Vor allem bei Hunden und älteren Damen. Meiner steht eher auf Katzen und junge Damen. Geld macht sexy. Hallo, guten Abend, Herr Reuter. Florian. Hallo. Hallo. Dad? Sag mal, kann ich dich kurz sprechen? Ja, sicher. Sag mal, wieso ist denn dein Handy nicht an? Was gibt's denn? Ich weiß jetzt, wer der Kerl ist auf dem Video. Ein übler Typ. Für ein paar Scheine macht er alles. Gut, dann soll deine Kollegin vorladen. Wie vorladen? Den müssen wir jetzt zur Fahndung ausschreiben. Das ist jede Stunde kostbar. Thomas, das ist nicht dein Fall. Ist das alles, was dir dazu einfällt? Ja, es ist auch nicht mein Fall. Okay. Ah, ich verstehe. Ihr tauscht also alte Erinnerungen aus. Und dann noch. Thomas. Ich gehe nicht mit nach Berlin. Ich habe hier einen richtig guten Job und all meine Freunde. Ich weiß wirklich nicht, was ich in Berlin soll. Kerstin, das ist eine einmalige Gelegenheit. Wenn wir das jetzt nicht machen, wann dann? Sei doch mal offen für was Neues. Du kannst ja hingehen, wohin du willst. Aber ich bleib hier. Und erzähl mir nicht, dass du so wahnsinnig offen bist für was Neues. Du willst doch bloß von deinem Vater weg. Ich hab's einfach satt, unter ihm zu arbeiten. Thomas, jetzt bist du echt zu weit gegangen. Du kannst doch nicht einfach Beweismittel mitgehen lassen. Das werde ich so nicht hinnehmen. Ich war nicht so ein Wind, ich habe das Ding nur ausgewertet. Das ist aber nicht dein Job, verdammt nochmal! Hast du dir denn das Video schon mal angeguckt? Und ist dir was aufgefallen? Mir ist nämlich was aufgefallen. Da ist ein Mann drauf zu sehen, den habe ich vor 3 Jahren wegen schwerer Körperverletzung verhaftet. Hugo Prinz heißt der und für Geld macht er alles. Fahndung habe ich schon veranlasst. Du hast was?
Das Opfer beabsichtigte, das Haus zu erwerben und den Beschuldigten zu kündigen, was für diesen und seine Familie vermutlich die Obdachlosigkeit bedeutet hätte. Der Beschuldigte wusste auch von den Plänen des Opfers. Nach Aussagen mehrerer Zeugen soll er am Abend vor der Tat geäußert haben, diesen Sausack bringe ich um. Ich zitiere. Herr Kollege, es gibt in Deutschland hunderttausende verfeindete Nachbarn. Und was mein Mandant da angedroht hat, na ja, das hat auch jeder schon mal irgendwie gesagt. Also, ich nehme nicht an, dass sich die Haftgründe allein auf diese Drohung stützen. Nein. An einem Rosenstrauch in der Nähe der Kirche wurden Stoffreste gefunden. Diese Stoffreste gehören zu einer Jacke, die beim Beschuldigten sichergestellt wurde. Herr Bartkowiak geht mehrmals im Monat an der Kirche vorbei zum Friedhof, um das Grab seiner Eltern zu besuchen. Das sind doch alles keine zwingenden Gründe. Am Ärmel dieser Jacke wurden Blutspuren gefunden. Dieses Blut stammt zweifelsfrei vom Opfer. Das entsprechende Gutachten, Frau Seebach, sind Sie bitte so nett? Das entsprechende Gutachten ist noch nicht bei den Akten. Ich muss mich dafür entschuldigen, es war aber erst heute Morgen in der Post. Ich müsste mich kurz mit meinem Mandanten verständigen. Danke. Guten Tag, mein Name ist Stock. Ich bin Pfarrer der St. Stephansgemeinde. Es geht um den Mord an Rolf Miller. Nein, es ist nur so, ich habe gehört, dass Herr Millers Nachbar verhaftet wurde. Na, was glauben Sie, beredet der Verteidiger gerade mit dem Beschuldigten? Die denken sich vermutlich eine Geschichte aus, in die alles reinpasst, was man Bartkowiak sowieso beweisen kann. Wo es aber dann trotzdem nicht wahr. Wären Sie bloß nicht Strafverteidigerin. Ich hab's auch schon schwer genug. Gegen Sie habe ich doch sowieso keine Chance. Und, Herr Verteidiger, neue Erkenntnisse? Das stimmt. Ich wollte den Miller nicht. Ich wollte den nicht umbringen. Ich wollte ihm nur einer reinhauen. Und zu der Kirche hin und ich wusste ja, wann die Probe zu Ende ist, um ihn da zu erwischen. Sie sind also zur Kirche gegangen und haben gewartet, bis Herr Miller herauskam? Nein, da war ja keiner mehr. An dem Tag war die Chorprobe eine Stunde früher. Das war aber allgemein bekannt. Ja, aber das habe ich nicht gewusst, sonst wäre ich ja früher hin. Na gut, und dann? Ja, dann bin ich zu diesem Seiteneingang, wo die auch manchmal rauskommen. Und dann lag da einer. Es war dunkel. Deswegen bin ich näher hin und habe mich runtergebeugt, um zu sehen, wer das ist. Und dann war das der Miller. Da war auch Blut unter seinem Kopf. Ich hab dann den Puls gefühlt, um zu sehen, ob er noch lebt. Aber da war nichts mehr. Und Sie waren sicher, dass Herr Miller tot war? Ja, der hat nicht mehr geatmet. Und am Puls war nichts mehr zu spüren. Also, das war so, ich schwör's. Tja, durchaus plausible Einlassung. Sie hat nur einen Fehler. Sie kommt sehr spät. Mein Mandant hatte Angst, in Verdacht zu geraten. Plötzlich steht die Polizei vor ihm und sagt, sie stehen unter Mordverdacht. Das ist doch menschlich verständlich, wenn er nicht gleich erzählt, dass er am Tatort war. Sind Sie mir sehr böse, Herr Kollege, dass ich die Geschichte nicht kaufe? Aber warum denn ausgerechnet ich? Da gibt's etliche andere, die viel mehr Grund hätten, den Miller umzubringen. Was soll das heißen? Naja, es gibt Gerüchte, die... Ach, hören Sie auf, Herr Bartkowiak. Die Indizien deuten im Augenblick ausschließlich auf Sie hin. Ja? Entschuldigung, ist das die Haftprüfung in Sachen Bartkowiak? Ja, warum? Ich müsste in dieser Sache eine Aussage machen. Mein Name ist Stock. Ich bin Pfarrer der St. Stephanskirche, wo Herr Miller. Es wäre sehr wichtig. Hat jemand einen Einwand? Ich weiß, es ist sehr ungewöhnlich und ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt vor Gericht zulässig ist, aber ich weiß einfach nicht. Ja, nun sagen Sie schon. Herr Bartkowiak hat Herrn Miller nicht getötet. Woher wissen Sie das? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Tut mir leid. Wissen Sie, wer der Täter ist? Auch dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Ja, können Sie uns wenigstens sagen, woher Sie Herrn Bartkowiak kennen? Ich kenne ihn gar nicht. Ich weiß nur, dass er Herr Millers Nachbar ist. Ja, Pfarrer, das ist alles ein bisschen wenig. Was soll ich denn jetzt ins Protokoll schreiben?
Der Täter hat ihn die Tat gebeichtet. Möglicherweise Unschuldiger, lebenslänglich eingesperrt, wenn Sie nicht reden. Ich bin ohnehin schon viel zu weit gegangen. Ich habe versucht, Ihnen zu helfen. Mehr geht nicht. In Ihrer Haut möchte ich nicht stecken. Eine persönliche Verbindung zwischen dem Pfarrer und Bad Kowiak haben wir bisher noch nicht gefunden. Das heißt aber nicht, dass es keine gibt. Die haben bestimmt eine gemeinsame Leiche im Keller. Also irgendwas ist da faul mit dem Pfarrer. Beichtgeheimnis, nee. Die Beichttheorie ist jedenfalls die plausibelste, die wir haben. Bis jetzt. Also gut, gehen wir erstmal davon aus, Bad Kowiak war es nicht. Und der Mörder hat es dem Pfarrer Stock wirklich gebeichtet. Dann ist der Täter auf alle Fälle katholisch. Womit wir den Kreis der Verdächtigen schon mal eingegrenzt hätten auf ein paar Millionen. Entschuldige. Warum redet ihr nicht einfach nur mal mit Bad Kowiak? Er hatte doch angedeutet, dass es noch andere gab, die ein Motiv hatten, Müller umzubringen. Na gut, solches Gerede muss man mit Vorsicht genießen, aber versuchen können wir's. Sag mal, kommt ihr heute ohne mich klar? Mir geht's irgendwie nicht so gut. Okay. Also bestelle ich ihn her. Wen? Bad Kowiak. Ja? Hallo, ich wollte mal hören, ob es Ihnen wieder besser geht. Ah, danke. Geht schon wieder. Das sind immer so Schübe. Ich kenne das ja schon. Heißt das, Sie sind schwanger? Ja. Hey! Ich dachte eigentlich, Thomas hätte Ihnen das erzählt. Ja. Er erzählt mir ja sowieso kaum was. Naja, aber in dem Fall, ich meine, das ist ja auch für Sie nicht so ganz unwichtig. Ach so? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstehe. Doch. Das Kind ist von Thomas. Oh. Entschuldigung, aber ich bin einfach davon ausgegangen, dass er Ihnen das erzählt hat. Das freut mich. Dann werde ich ja jetzt Großvater. Ja. Und? Wollen Sie denn heiraten? Nein, im Augenblick nicht. Er geht ja wohl nach Berlin. Ja. Geld. Ja klar, er. Ich dachte noch, vielleicht ändert sich jetzt was wegen des Kindes. Nein, ich fürchte, es ist ihm wichtiger. Aber wissen Sie was? Sprechen Sie mal selber mit ihm. Mal. Ah, hallo. Ist was? Nein. Ich wollte nur... Mein Mandant hat sich entschlossen, mit der Polizei zu kooperieren. Die Aussage von Herrn Pfarrer Stock mag vielleicht prozessualen Erfordernissen nicht genügen. Aber ich denke, uns allen ist klar, dass Herr Kowiak Herrn Müller nicht getötet hat. Also klar ist mir in der Sache noch gar nichts, Herr Kollege. Aber fahren Sie fort. Machen wir es kurz. Herr Kowiak möchte eine Aussage zu anderen Tatverdächtigen machen. Bitte, Herr Kowiak. Der Müller war halt ein braver Bürger. Der Leiter des Kirchenchors da. Da denkt man ja nichts Böses. Inzwischen wissen wir aber immerhin, dass er seinen kinderreichen Nachbarn auf die Straße setzen wollte. Nein, aber das meine ich nicht. Ich gehe ab und zu in die Kneipe so. Gelegentlich nach Feierabend. Und da hört man so einiges. Jetzt machen Sie es nicht so spannend, Herr Bad Kowiak. Naja, ein Kumpel hat mir erzählt, dass ein Freund von ihm so stinksauer auf den Müller war, dass er ihn verprügeln wollte. Der hatte eine kleine Tochter, die im Kirchenchor ist. Und? Aus welchem Grund wollte er Müller verprügeln? Na, weil der die Kleine angegrapscht hat. Und wann kann ich Sie wieder erreichen? Gut, ich melde mich bei Ihnen. Pfarrer Stock ist in der Gemeinde unterwegs. Der wird das gegen Abend wieder zurück sein. Aber Frau Weber, die Organistin, die ist in der Kirche. Und wenn irgendwas war im Kirchenchor, dann müsste sie das doch genauso mitgekriegt haben. Es gab offenbar ein Mädchen, das behauptet hat, es sei von Herrn Müller belästigt worden. Ja, das stimmt, aber die Sache hatte sich als harmlos herausgestellt. Was heißt harmlos? Sie wollte Herrn Müller wohl nur eins auswischen. Sie hatte geglaubt, sie würde in der Messe ein Solo singen. Herr Müller hat dann aber ein anderes Mädchen dafür ausgewählt.
Kinder denken ja nicht über die Konsequenzen nach, wenn sie sowas tun. Gab es noch andere Eltern, deren Töchter sich belästigt fühlten? Nein. Sind Sie sicher, Frau Weber? Ja, Gott, es gab 2, 3 Fälle. Mädchen haben sich beschwert, Herr Miller hätte sie angefasst. Wie, angefasst? Ja, angetatscht, wie man so sagt. Das Ganze war wohl nichts Eindeutiges, wenn Sie verstehen, was ich meine. Mal über die Haare gestrichen, am Arm, über den Rücken. Und mehr war nicht. Der Pfarrer hat mit den Mädchen geredet und sie haben eingesehen, dass es ein Missverständnis war. Frau Weber, das beantwortet die Frage doch nicht. Ja, vielleicht haben wir uns alle eingeredet, dass es harmlos war, weil wir nicht wollten, dass es stimmt. Jedenfalls hat der Pfarrer mit Herrn Miller gesprochen und ihm gesagt, er soll um Gottes Willen die Mädchen nicht mehr anfassen. Und ja, seitdem hat es keine Beschwerden mehr gegeben. Aber? Nichts aber. So ist es gewesen. Das ist schwer zu glauben, aber das würde bedeuten, dass wir jetzt dringend mit Frau Miller reden müssen. Unsere Schlüsse können wir dann immer noch ziehen. Gut, wir treffen uns da. Thomas, warte mal. Ich weiß, unser Verhältnis ist nicht so, wie es sein sollte. Aber ich finde, über die wichtigsten Dinge sollten wir schon reden. Dinge, die uns beide betreffen. Was meinst du damit? Du bewirbst dich nach Berlin und sagst mir kein Wort. Kerstin bekommt ein Kind von dir. Du sagst mir kein Wort. Deshalb hast du im Büro so komisch geschaut. Kerstin hat dir das erzählt. Ich hätte es einfach schön gefunden, das von dir zu erfahren. Du, ich muss dir nicht sagen, wenn ich mich irgendwo bewerbe. Und ich muss dir auch nicht sagen, dass Kerstin von mir schwanger ist. Muss ich nicht. Nein, du musst gar nichts, Thomas. Es wäre nur nett. Verstehst du, nett? Und absolut normal unter normalen Menschen, dass man sich über die wichtigsten Dinge zumindest informiert. Mein Gott, es geht mich doch auch was an, wenn ich Großvater werde, oder? Ich hätte es schon noch rechtzeitig gesagt. Was ist denn nun? Gehst du nach Berlin? Sag es nicht, du wirst mich vermissen. Vielleicht vermisst dich ja die Mutter deines Kindes. Das könnte doch sein. Du wirfst mir vor, dass ich die Mutter meines Kindes im Stich lasse. Du! Sehr dreist, Herr Reuter, sehr dreist. Ich habe damals einen Fehler gemacht, ich weiß. Und ich bitte dich lediglich, nicht denselben Fehler zu machen. Wir sehen uns bei Frau Miller. Da, Frau Miller. Wie war das Verhältnis von Ruth zu ihrem Vater? Gut. Und da ist nie was vorgefallen? Ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen. Hat Ihr Mann Ihre Tochter belästigt? Frau Miller, sexuell meine ich, hat er sie vergewaltigt? Nein. Vielleicht ist es ohne Ihr Wissen passiert. War Ihr Mann oft allein mit Ihrer Tochter in Ihrem Zimmer oder woanders? Ich habe Ihnen doch gesagt, da war nichts. Ruth. Ich habe Ihnen doch gesagt, da war nichts. Verstehen Sie? Da war nichts! Ruth, sag Ihnen, dass da nichts war! Da war nichts, verstehen Sie? Da war überhaupt nichts. Da ist niemand in das Zimmer von meiner Tochter gegangen! Kein Mensch! Das hätte ich überhaupt nie erlaubt! Verstehen Sie? Da war gar nichts! Nichts! Ruth, sag Ihnen das! Und außerdem, was hätte ich denn tun sollen? Da oben in dem Zimmer! Was denn? Nein, 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 nein! Was denn? Ruth, da war nichts. Da war einfach gar nichts! Niemand hat irgendwas! Da war nichts! Oh, nein! Da war nichts! Da war nichts! Nichts, Mutter! Da war nichts! Nein! Da war nichts! Sie haben mit der Polizei gesprochen? Ja. Was haben Sie denen erzählt? Dass es Gerüchte gab wegen Miller. Die sich aber als haltlos erwiesen haben. Ja. Haben Sie sonst noch was erzählt? Nein. Nervenzusammenbruch. Jahrelang hat sie es mit einem gesehen.
wie der fromme Herr Chorleiter über seine Tochter erfährt. Mein Gott, das ist zum Kotzen. Eines Tages hat sie es nicht mehr ausgehalten und ihn umgebracht. Vielleicht war das Mädchen ja der Auslöser. Als sie sich zum ersten Mal gewehrt hat und weggerannt ist, da wurde der Mutter plötzlich klar, dass sie was tun musste. Ich weiß nicht. Irgendwie traue ich ihr nicht zu. Na komm, den meisten Mördern traut man es doch irgendwie nicht zu. Was passiert mit der Tochter? Ja? Vielleicht gibt es jemanden in der Familie, zu dem sie kann, sonst kümmern wir uns. Ja, okay. Das war Kerstin, es geht ihr nicht gut, sie ist beim Arzt. Was Ernstes? Danke nicht. Dann kümmere sich. Du bist Vater. Gut, ich danke Ihnen. Für Sie auch, danke. Ruth, deine Mutter muss noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben. Ernst? Nein. Hast du Verwandte hier in der Stadt? Nein. Gibt es eine andere Möglichkeit, wo du bleiben kannst? Ja, eine Freundin. Zu ihr kann ich gehen. Gut. Wie heißt denn die Freundin und wo wohnt sie? Meine Mutter war es nicht. Dazu ist sie viel zu feige. Bist du dir da ganz sicher? Ja. 100 pro. Sonst hätte sie mir doch schon viel früher geholfen. Weißt du was? Ich habe mir Folgendes überlegt. Das erste Jahr bleibe ich mit den Kindern in Wiesbaden. Du kannst uns dann ja an den Wochenenden besuchen. Und wenn der Kleine dann aus dem Gröbsten raus ist, dann schauen wir mal weiter. Ich finde, das ist keine gute Idee, Kerstin. Ich versuche doch nur eine Lösung zu finden. Wofür? Für Berlin. Berlin? Wer will denn schon nach Berlin? Mein Gott, ich werde Vater. Weißt du, was das bedeutet? Es ist das Aufregendste und Wunderbarste, was mir passieren kann. Oh, Vorsicht, du ertrittst mich. Das Baby. Spinner. Nicht schlecht. Ich dachte, es ist die Organistin. Es hilft mir beim Nachdenken. Worüber? Über Predigten, hauptsächlich. Und über das, was man ihnen gebeichtet hat? Das muss man sicher auch erstmal verarbeiten. Manchmal, ja. Wie lange wissen Sie eigentlich schon, dass Miller seine Tochter missbraucht hat? Ich kann Ihnen dazu keine Antwort geben. Das Beichtgeheimnis, ich weiß. Aber das spielt im Moment keine Rolle mehr. Wir sind uns jetzt sehr sicher, dass Frau Miller ihren Mann erschlagen hat. Sie hat es irgendwann nicht mehr ausgehalten, mit anzusehen, wie ihr Mann immer und immer wieder ihre Tochter missbraucht hat. Und da hat sie gehandelt. Ein wirklich tragischer Fall. Es sei denn, Sie können Frau Miller entlasten, so wie Herrn Batkowiak. Juristisch ist das ja offenbar nicht zu verwerten. Das heißt aber nicht, dass wir das nicht ernst nehmen. Ich nehme an, dass Sie Herrn Miller ins Gewissen geredet haben. Vielleicht hat er ja daraufhin die Hände von dem Mädchen gelassen, eine Zeit lang zumindest. Aber dann fing es wieder an. Und Sie haben wieder mit ihm geredet. Sie haben ihm vielleicht nahegelegt, eine Therapie zu machen. Was heißt nahegelegt? Sie werden ihn angefleht haben. Aber es hat nichts genützt. Er ist weiter über das Mädchen hergefallen. Und Sie konnten nichts tun, weil er Ihnen alles gebeichtet hatte.
Aber als das Mädchen in seiner Verzweiflung geflohen ist, da wussten sie, dass sie etwas tun müssen. Miller ist davon ausgegangen, dass sie das Beichtgeheimnis niemals brechen würden. Und damit hatte er recht. Also haben sie beschlossen, Schuld auf sich zu laden, um ein unschuldiges Mädchen zu retten. Sie haben Rolf Miller erschlagen. Welches ist die schwerere Schuld? Ich habe es mich immer wieder gefragt. Einer musste Schuld auf sich nehmen. Sie geben also zu, Rolf Miller nach der Chorprobe getötet zu haben? Ja, ich gebe es zu. Ich glaube Ihnen das nicht, Herr Pfarrer. Es ist aber so, ich habe Rolf Miller getötet. Und was war die Tatwaffe? Was? Womit haben Sie ihn erschlagen? Mit einem Hammer. Ich habe ihn anschließend weggeworfen. Es war der Leuchter vom Altar. Ich habe ihn genommen und ihn damit erschlagen. Frau Weber, Sie müssen sich nicht selbst belasten. Ich muss das sagen, ich kann sonst nicht mehr. Einer musste dem ein Ende setzen. Ich hoffe, das Gott mir verzeiht. Ich habe mitgehört, wie Herr Miller den Pfarrer verhöhnt hat. Sie wissen es nur, Beichte, hat er gesagt. Ich kann mich doch auf das Beichtgeheimnis verlassen. Das geht nämlich niemand was an, was ich mit meiner Tochter mache, hat er gesagt. Das ist meine Privatsache. Das ist mir vergewaltigt. Dieses Tier. Und wir haben alle immer nur weggeschaut und uns eingeredet, dass es doch nicht so schlimm ist. Aber wissen Sie, was das Furchtbarste ist? Ich kann es nicht bereuen. Ja, Stefan, was gibt's? Wo? Bisschen. Okay, ich komme. Nein, den Klose müsst ihr nicht anlassen. Entschuldigt, bitte. Moment, was war das denn mit Klose? Das war ein Kollege aus Frankfurt, die wissen, wo Prinz sich auf. Ja, dann ruf Klose an, das ist nicht dein Ding. Nein, dafür ist mir die Sache zu wichtig. Thomas, mach keinen Mist! Ganz langsam rauskommen. Die Hände da lassen, wo ich sie sehen kann. Mama, wir suchen nach einem Mann namens Hugo Prinz, wohnt ja hier. Hugo Prinz, Mann, haben Sie mich verstanden? Mann, ich bin nicht taub. Da hinten, im ersten Stock, steht Hasemeyer auf dem Klingelschild. Check die Nachbarschaft. Dann musst du das Dach weg sein. Prinz, wer war das? Herr Prinz, wer war das? Wer hat Ihnen den Auftrag gegeben, Sonja Reuter umzubringen? Herr Prinz, wer war das? Wer war das, Herr Prinz, der Name?
doch wieder ein Verdächtiger weniger. Leck mich. Thomas. Ich weiß, es geht um deine Mutter, aber so funktioniert das nicht. Wieso weiß ich nicht, dass du gerade dabei bist, Prinz zu verhaften? Wieso weiß außer dir sonst niemand davon? Wieso machst du das im Alleingang und wieso zum Teufel ist der Typ jetzt tot? Mann, ich rede mit dir! Lass mich nicht an, Mann! Nein, das muss doch nicht sein. Herr Kloser, es war wirklich keine Zeit, Hilfe zu holen. Bis Thomas Bescheid gesagt hätte, wäre Prinz längst weg gewesen. Also, Sie bekommen einen Bericht von Thomas, okay? Ja, darauf bestehe ich auch. Danke. Hat Prinz noch was gesagt, bevor er gestorben ist? Nee. Und? Was glaubst du? Wenn wir seinen Mörder finden... Dann wissen wir auch, wer den Mord an deiner Mutter befohlen hat. Finale Antworten und verzweifelte Rettungsversuche. Nächste Woche beim Staatsanwalt. Das wird aber eine böse Überraschung für Sie werden, vor Gericht, das schwöre ich Ihnen. Die bösen, bösen Hintermänner, ja? Ich bin kein Mörder. Ich bin nur das Bauernopfer. Soll das? Das passt nicht zu meinem Vater, Herr Oberstaatsanwalt. Aus jemandem wie ihm wird doch nicht über Nacht ein Monster. Bei heute ansehen kann man das keinem, das wissen Sie selbst. Na komm, jetzt gib schon zu. Die Stimmung war aufgeheizt, du hast die Beherrschung verloren. Du bist nicht der Erste, dem sowas passiert ist. Wie kommst du dazu, mir sowas zu unterstellen? Weil ich die Fotos gesehen habe. Und Fotos lügen nicht. Der Staatsanwalt nächsten Mittwoch, 20:15 Uhr im ZDF.